Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mordor Schatten Mittelerde. Ich überlege gerade, aber ich denke, er ist wieder am schlausten, wenn wir direkt hier hingehen, oder? Das sind direkt zwei Aufträge. Machen wir das mal. Ja, die jetzige Folge und wahrscheinlich auch die nächste Folge wird sich vor allem damit beschäftigen, die großen Häuptlinge platt zu machen. Zwei haben wir, glaube ich, bisher platt gemacht und insgesamt sind es sechs. Einer davon ist aber dieser Oeg, der mit uns zusammenarbeitet. Und die anderen drei machen wir jetzt quasi noch platt. Da haben wir aber leider wieder ein paar Oegs, die Sklaven beaufsichtigen. Ich glaube, am schnellsten geht es, wenn ich die abschieße, oder? Das kann nicht sein. So. Aber es wird sicher innerhalb der nächsten drei Nächte passieren. Das sind ja nochmal Oeks. Verdammt, warum sagt ihr das nicht? Ja. Hätten wir das auch. Und dann gehen wir mal Aufträge erledigen. Jetzt haben wir zwar nur noch vier Pfeile, aber was soll es? Vielleicht habe ich ja Glück und man braucht die nicht. Ich will aber zuerst dieses Angriff von oben machen. Diesmal weiß ich ja auch, dass ich die umbringen muss, indem ich auf die drauf springe. Der Häuptling lebt in Angst. Und nicht indem ich... Lass den Tod von oben herabregnen, um ihn herauszujagen. Und nicht indem ich die Leute abschieße, was ich am Anfang gedacht habe. Oh, das wollte ich gar nicht. Menschen, Ghule, Geister und der Grabwandler selbst werden zu Staub zermalmt unter den stampfenden Füßen der Uruk. Gut, schauen wir mal. Ich denke, da gehen wir direkt mal hier rüber. Bringen den hier um. Und machen das gleiche von oben jetzt. Was war das für ein Geräusch? Fuck. Dieser Uruk wurde erschlagen. Komme ich denn jetzt da rüber? War er nicht gerade eben noch hier? Flucht nochmal. Fuck. Hier ist sonst kein Oeg mehr, deswegen knick ich das mal um. Ja. Moment! Ich rieche etwas. Immer es war. Hat wohl Angst vor mir. Da müssen wir uns woanders nach dem Kampf umsehen. So, hier können wir uns wieder Geschosse nehmen. Hä? Ich hab volle Geschosse. Wahrscheinlich durch meine Tötung. Alles klar. Bei der richtigen Gelegenheit. Spieß die Kraft. Gut. Habt ihr das gehört? Nummer 1. Eine Leiche! Einer von uns! Nummer 2 ist auch direkt hier. Was? Ist das so weit oben? So weit unten? Das Gerät, das unser Lager mit Nuren zusammengelegt werden soll. Es kann unmöglich genug Grab für alle da sein. Ich weiß nicht, was das war. Sicher Anlocken. Schleicht da jemand umher? Zack. Ich muss das Feuer entzünden. Du entwisch mich. Ich hab ihn fast. Jetzt suchen wir uns einfach nochmal die Nummer 3. Dafür verstecken wir uns aber erstmal, damit die uns nicht mehr sehen. Keinen Bock mehr auf uns haben, können wir direkt... Oh nein, oh fuck! Du Idiot! Sollst hier hochgehen? Also. Fuck, ich kann ihn nicht sehen. Jetzt. Ist das Schien? Wo? Ach, da drüben. Kaka, Menschenhetzer. Kaka, Kaka. Das hört sich nicht gut an. Ich kann hier ja von oben drauf springen. Wenn ich Glück hab. Kannst mir nicht Nein, tun. Schade. Du kannst dich jederzeit auf mich stürzen. Ich habe eine ganz spezielle Klinge für dich parat. Tja, wollen wir mal hoffen, dass wir den
platt machen. Ach, ja, jetzt haben wir den Beschützer von dem. Brack, Knochenreißer. Ach so, der sagt gar nichts, okay. Fuck, ich sehe wieder gar nichts mehr. Das ist zum Kotzen. Ich muss weg hier. Das ist echt viel zu eng gerade. Ich seh nix, ich seh nix. Hä, hab ich nicht gerade jemanden besiegt gehabt? Steh ich gerade nicht. Ich seh auch nix hier. Flucht, sind einfach so viele. Halt wieder versuchen, zuerst den umzubringen, damit ich... Ach Mann, jetzt macht der mich wieder platt, ey, zum Kotzen. Ach, falsche Maustaste. Dein Tod bringt dir sicher eine Beförderung ein. Takra. Takra, der Allglatte. Tja, nicht so geil. Das Problem ist, warum ist denn deine Macht schon wieder angestiegen? Problem ist einfach, dass so viele sind, verdammt nochmal. Also die anderen Häuptlinge bisher waren echt leichter. Aber zum Glück kommen keine Häuptlinge nach, wie es aussieht. Also auch direkt mal befördert, okay. Jetzt geht's ja aber richtig rund, oder was? Unbekannter Uruk zum Hauptmann befördert. Verflucht! Was? Gehen wir wieder dahin und machen erstmal den anderen Auftrag, dann ist ja leichter. Die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Aber im Endeffekt sind ja logischerweise in diesem Lager immer noch so viele Orks. Also die werden ja nicht weniger, nur weil ich einen anderen nehme. Karagos haben wir hier links. Aber wir müssen halt von oben auf die draufspringen, deswegen wird das nichts. Erledige sie, fordere Pikok Schädelsammler heraus, indem du seine Unterstützer im Kampf hinrichtest. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Drücke F, wenn deine Trefferseite voll aufgeladen ist, um deinen Gegner hinzurichten. Okay. 5 Unterstützer durch Kampf- oder Bodenhinrichtungen. Gut, dann hoffe ich mal, dass dieser Auftrag ein bisschen leichter ist. Vielleicht können wir es direkt verbinden und die Sklaven hier befreien, aber guckt halt genau zu uns. Das ist blöd. Karagor für ein paar Stunden mit Knüppeln verprügeln, erkennt es uns als Herren an und lässt uns auf sich reiten. Wenn nicht, dann machen die Schläge das Fleisch wenigstens schön zart für den Koch. Wir hier in Ruhe uns um den kümmern können. Dieser Uruk wurde erschlagen, das war doch gar nichts. Ich könnte von noch höheren Felsvorsprüngen fallen. Durch Kampf- oder Bodenhinrichtungen? Ach so, ja, Hinrichtungen, nicht einfach so umbringen. Ach, Idiot.
Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Hoffentlich auf den Waldläufer. So, jetzt müssen wir aber mal irgendwo hingehen, wo also so ein gelber Typ ist, weil sonst bringt mir das ja nichts. Eine Haube wilder Ghule unterwegs. Also werden wir uns dem Häuptling dort anschließen. Hallo, du sollst ihn umbringen. Okay, also ich muss den jetzt normal angreifen oder was? Ich darf ihn nicht einfach so umbringen. Er ist aber gerade gestorben. Verdammt! Egal, was es war, es ist weg. Haut dir die Ohren! Du hörst schon Stimmen. Dann springen wir jetzt auf den hier drauf. Bring ihn aus dem Gleichgewicht! Und machen den hier platt. Ich brauche Hilfe! Warte! Ich rieche das! Jemand hat ihn getötet! So. Genug davon! Der Mörder ist doch schon nicht über alle Berge! Da ist auch direkt der nächste rechts da. Was? Habt ihr das gehört? Muss ich aufpassen, hier rennt gerade eine Million Orks lang. Hier treibt sich ein Mörder herum. Wir haben dir das schon lassen gehört. Zwecklos weiterzusuchen. Fuck, hier stehen ja gerade alle. Vielleicht habe ich nur schlechten Grab getrunken. Habt ihr das gehört? Es sind gerade ziemlich viele Orks. Ich habe eigentlich keinen Bock hier. Die sind ja echt, schwer, die Aufträge mit diesen Häuptlingen. Ich meine, ich habe... da ist einer relativ alleine. Tja, ich hoffe, du hast recht. Gucken wir da mal hin. So. Habt ihr von diesen Sklaven gehört, die freigelassen werden? Denkt ihr, dass es wirklich so ist? So. Und es wird ja richtig anstrengend und langwierig, wenn ich hier jedes Mal einen Oig oder Uruk mir suche. Oh, ich glaube, ich brauche dieses blaue Kraut da, oder? Ach nee, Quatsch, ich brauche nur noch dieses gelbe. Ach, er ist schon wieder da. Ah, cool. Aber ich wollte schon sagen, es dauert ja sonst ziemlich lang, wenn ich hier jedes Mal so einen Typ besuchen muss. Aber da ist schon wieder einer da. Hallo. Oh, fuck, der ist ja direkt so gestorben. Hat's ja gar nicht drauf gehabt, der Typ. Verflucht. Dennoch, bleibt wachsam. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Aber wie an der Stelle halt direkt wieder ein neuer von diesen Orks kommt. Das heißt, ich kann einfach immer hier bleiben, oder was? Sieht ganz danach aus. Die Ghule haben einen Körper zerfleischt, weil er sich nicht entscheiden kann. Wahrscheinlich Ratten. Es ist der Tag. Ach, der ist auch schon wieder tot gewesen. Das gibt's doch nicht. Ach, der hält mehr aus. So. 3 von 5. Jetzt müsste ich ja eigentlich nur irgendwie warten und dann müsste der wiederkommen, oder? War doch jetzt bisher immer so. Boah, jetzt kommen ja auch mehr Orks, wie es aussieht. Das war ein großartiger Kampf. Ich wollte eigentlich nach. Ist er schon wieder da? So geil. Das Innere des Grabwandlers hat. Aber er hat den Kampf ohne einen Kratzer gewonnen. Ach, fuck. Ich glaube, wenn ich die versteckt attackiere, also von hinten, dann machen einfach mehr Schaden, dann sind die schneller tot. Deswegen. So, 4 von 5. Ah, das ist ja eine gute Stelle, die ich gefunden habe, auf jeden Fall. Da kann man nichts sagen. Zurück an die Arbeit. Kommt auch schon der nächste, aber der Typ bringt mir halt nichts, weil er wieder nichts aushält. Den bring ich einfach so um. So geil, wie die immer aus dem Nichts kommen. Ja, den kann ich wieder umbringen. So, geschafft. Das war ja dann doch leichter als gedacht. Pigok Schädelsammler ist erschienen. Sehr gut. Pigok, 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 Pigok,
So, diesmal schaue ich mir aber zuerst die Schwächen an. Furcht vor Kraux, Furcht vor Verbrennen, gerät in Panik, wenn er brennt. Das heißt, wir sollten ihn am besten versuchen anzuzünden. Aber da muss ich erstmal gucken, ob da hier irgendwann im Lagerfeuer gerade rumlungert. Der dunkle Herrscher wird mehr Hauptmänner brauchen, wenn er zurückkehrt. Und ich will einer davon sein. Ich werde mich nun selbst grabwandern. Ich habe den Tod so oft überlebt. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir haben ja Glück und die sind gerade in der Nähe von Feuer. Da unten. Ich liebe das Gefühl von frischen Waffen. Fuck, da ist aber kein Feuer. Ist hier irgendwo Feuer? Hier ist nirgendwo ein Feuer, verflucht. Ach, hier, hier, hier. Brauchen wir einen neuen, der das sagen hat. Ist mir egal, was es war. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Aber anlocken, kann ich ihn irgendwie anlocken? Nee, ne? Scheiße. Muss weiter nach rechts, dann muss weiter nach rechts. Dann kann ich das zum Explodieren bringen. Ah, verflucht. Fehlt das ja was? Wäre halt geil, wenn die hier hingehen würden, weil dann können auch die anderen direkt explodieren. Da sind einfach mal drei Helfer mit dabei, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kommt er ja jetzt wieder. Der Geist wollte mich verbrennen, aber ich bin noch hier. Muss der Grog von vorhin sein, der mich hart gemacht hat. Komm schon. Komm her. Ich muss hierher kommen, fuck man. Was mache ich denn jetzt am besten? Wie schaffe ich denn, dass er hierher geht? Ich muss ans Feuer. Oder kann ich eigentlich diese kleine Flamme da auch kaputt schießen? Verflucht. Ich habe noch 6 Geschosse. Ich brauche mindestens 1. Also ich kann ja mal versuchen, den in den Kopf zu schießen. Nun gegen Fernkampf. Ich hoffe ja eigentlich, dass sie hergelockt werden, aber es scheint nicht so. Moment, ich habe eine Idee. Wenn ich da drauf springe... Hier ist wohl nichts. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. So, vielleicht kommt der Typ jetzt her. Ich kann da drauf schießen. Komm, beeil dich. Ich will ja einfach nur, dass der Typ herkommt. Komm her. Komm doch mal her. Ich soll nicht nur schießen. Jetzt. Muss nah genug sein. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hinrichtung. Genau so und nicht anders. Nicht stehen bleiben! Wir müssen jetzt logischerweise dem Hauptmann hinterher, dem Häuptling hinterher. Der andere bringt ja nichts. Gleich haben wir ihn. Noch einmal, glaube ich. Das müsste reichen. So, jetzt, jetzt. Obacht. Der dunkle Herrscher holt sich deine Seele. Leertaste. Gut. Nice! So geil. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. So, einer weniger. Also wir sollten definitiv mehr auf die Schwächen achten, wie man sieht. Das wird dann etwas leichter. Müssen wir noch 2 umbringen. So, die anderen hauen jetzt eh ab, weil sie Angst haben, oder? Gehe ich mal aus. Jägerinstinkte, episch. Jägerinstinkt erhöht die Reichweite von Anlocken. Ja, das klingt doch mal richtig nice. So, was haben wir denn? Hauch des Lichts stellt bei Schleichtötung 15% Gesundheit wieder her. Das behalten wir auf jeden Fall. Stellt bei Schleichtötung 52% Fokus wieder her, behalten wir auch. Chance sind 13% bei einer Tötung mit Terrorisieren. Ja, das ist eher schlecht, deswegen werden wir das sylvanische Verdammung wegnehmen. Und dafür Jägerinstinkte lernen. Sehr gut.
So, und jetzt kommen wir ja direkt zurück zu der... Wo sind wir denn gerade? Was ist das? Blutball, ach so. Wo sind wir denn gerade? Hier sind wir, okay. Na, da wäre es natürlich am schnellsten, wenn wir einfach wieder hier hinreißen und dann darüber gehen. Ich habe zwar keinen Bock nochmal, also diesmal müssen wir einfach nur schauen, was der Häuptling für eine Schwäche hat und dann wird es hoffentlich auch kein Problem werden. Aber wir machen erstmal einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal, bis morgen, tschö, tschö.